Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir, und zwar ist meine Glossy Box für den Monat Dezember angekommen. Das ist jetzt nicht irgendwie jetzt die weihnachtlich, da gab es eine Sonderedition, die musste man sich aber zusätzlich dazu kaufen. Da waren auch echt gute Sachen drin, ich habe ein Video gesehen, aber die habe ich mir jetzt nicht geholt. Vielleicht nächstes Jahr, und ich sehe ein bisschen angeschlagen aus. Ich weiß, ich bin, ich glaube, ich kriege eine Erkältung, mein Hals kratzt und alles Mögliche, aber ich hoffe nicht, dass es ausbricht. Deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen zerknautscht aus. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht ja um den Inhalt meiner Glossy Box. Das ist diese Girls Night Out Edition. Genau. Das Magazin. Gott, ich habe voll die rote Nase, ne? Ja. Naja. Okay. Und da hätten wir zum einen eine... Oh, was ist das denn? Von Neu... Was? Theorie des Vulkan Paris. Das ist das hier. Das ist, ja... Was ist das? Mask Scrub. Ist das für die Haare oder für die Haut? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Riechen. Ja, neutral. Muss ich nachher mal nachlesen. Für was das ist, das steht jetzt auch nicht drauf. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch keine Originalgröße sein. Ich weiß nicht. Gucken wir. Dann, das muss ein Goodie sein. Ein Haarband. Ja, mach's mal auf. Das wird bestimmt ein Goodie sein, denke ich. Okay, ja. Das wird so ein Haarband sein. So ein goldenes. Oh ja, ganz schön. Gucken wir mal, wie das hält. Ob das für meinen Quadratschädel langt oder auch nicht. Dann nehme ich es halt als Armband. Dann ein Elnette Fashion Spray Limited Edition, so ein Haarspray. Ja gut, ich nehme jetzt kein Haarspray. Nee, also Haarspray nehme ich keins. Aber gut, naja, freue mich trotzdem drüber, dass da was drin ist. Aber wie gesagt, ich benutze das nicht, aber kann man ja immerhin noch in... Kann man ja noch in eine Verlosung eventuell tun. Ich habe das ja eh mal vor und da werde ich das wahrscheinlich mit rein, weil ich benutze kein Haarspray. Nee. Das wird dann so pappisch. Oh ja. Und eine Probe von dieser Detox Tonerde Absolue Maske. Das ist reine Tonerde mit Aktivkohle. Die wollte ich nämlich immer schon mal testen. War mir aber irgendwie zu teuer. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich da mal eine Probe dazu habe. Das ist für eine Anwendung. Und ja, die soll ja wirklich gut sein. Deswegen bin ich mal gespannt. Kann sie austesten. Vielleicht gefällt sie mir ja. Dann habe ich hier eine, oh, das ist gut, eine sinnliche Handcreme. Macaron Rose von Claire Fischer. Die sieht so aus. Extra pflegend, verführerisch zarte Handcreme mit Canolaöl und Q10. Extra pflegend. Da schnuffeln wir doch mal. Oh ja. Oh ja, riecht sehr gut. Gefällt mir. Oh je, mein Akku. Noch ein Strich. Ach. Naja. Und als nächstes von Nutraskin ein Instant Wrinkle Serum, was immer ein Wrinkle Serum ist. Das ist für die Augen. Lässt Falten und Schwellungen um die Augen im ganzen Gesicht verschwinden. Ja, wie sieht das aus? Kriege ich das raus? Nee, sitzt fest. Okay. Gut, dann gucken wir noch schnell, bevor ich ganz weg bin in mein Heft, weil wie gesagt, ich habe kaum noch Akku.
Die sinnliche Handcreme Macaron Rose ist ein Originalprodukt und kostet 4 Euro. Quatsch, 5,94 €, sorry. Ich bin echt daneben. Also, es ist ein Originalprodukt. Ja, 60 Milliliter. Dann dieses Teilchen hier. Diese Face. Ah, doch fürs Gesicht. Also ein Gesichtspeeling. Okay. Okay. Paraben, Silikon frei. Aha, also das ist ein Gesichtspeeling. Okay, da bin ich gespannt. Inspiriert von der Power der Vulkane. Aha. Oh, ist tatsächlich ein Originalprodukt. 30 Milliliter kostet gerade mal, ja, schlappe 30 Euro für 30 Milliliter. Okay. Alles klar. Wenn man sonst nichts hat, dann hat man das. So, dann dieses Elnett Haarspray. Das ist eine Probiergröße, eine Gratismuster. Das Original würde 3,99 € kosten mit 300 Milliliter. Und das würde wahrscheinlich ein Goodie sein, weil das ist nicht drin, denke ich. Nee. Okay, dann dieses Wrinkle Serum von Nutra Cosmetic. Das ist jetzt eine. Da gibt es im Dreier-Set gibt es da drei Stück. Das würde 59,95 kosten. Und das ist jetzt so ein gratis eine Ampulle. Ja, mal gucken, wie das wirkt. Ich werde berichten. Ja. Und dieses Haarband. Ach, das ist doch kein Goodie, das Haarband. Das würde. Gut, das ist jetzt eins. Das gibt es auch im Dreier-Set. Das kann man als Haargummi und als Armband verwenden. Das würde im Dreier-Set 9,99 € kosten. Da wird wahrscheinlich 5 € oder so. Ich weiß nicht. Bin da so schlecht im Rechnen. Aber so ungefähr. Ja, das war's. Dann war die Tonerde-Maske ein Goodie. Aber das im Original kostet ja, glaube ich, 9,95 €. Ja, was soll ich zu der Box sagen? Finde ich jetzt nicht der unbedingt der Oberknaller. Es ist okay, aber die reißt mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Ich meine, gut, eine Handcreme ist ganz nett. Ein Gesichtspeeling, okay. Okay, das Haarspray verwende ich nicht. Das wusste, können die ja nicht wissen. Das finde ich gut zum Ausprobieren. Das ist auch ein gutes Gimmick. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Box jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Nee, das ist eher so. Genau. Und bevor ich jetzt ganz verschwunden bin, ja, das war mein schnelles Unboxing der Girls Night Out Edition. Freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!